Die Zukunft der Religion und die Sinnlosigkeit der Geschichte von Claudia Simone Dorscha aus der Postdoc-Studie Die Gewalt des Heiligen, Legitimation souveräner Macht. Give me the world, but grant me an asylum for my dreams. William Butler Yeats. Gib mir die Welt, aber gewähre mir einen Rückzugsort für meine Träume. Mit diesem vorgestellten Zitat will Yeats auf eine freilich mystisch-dichterische Weise dem Zugriffsstreben des Menschen und all seiner Artefakte in der Sphäre des Politischen einen Einhalt gebieten und sich selbst ein Asyl der Träume, eine Refugiumsqualität des Innerlichen beibehalten. Inwiefern das in der gegenwärtigen Situation und der Problematik des Themas Öffentlichkeit und öffentliche Räume möglich ist, ist eine Frage, der sich beispielsweise Richard Sennett in seiner Auseinandersetzung The Fall of Public Man gewidmet hat. Inwiefern Religionen eine neue Rolle spielen bei Zugriffsmöglichkeiten auf die Definition der Sphäre der Polis und der Öffentlichkeit, das ist eine aktuelle Diskussion, der sich unter anderem Giorgio Agamben widmet. Und hinzu kommt die übergeordnete Frage, was eigentlich die, Zitat, garantierte Realität, Zitat Ende, Hans Blumenberg, der Moderne ist. Ist es die Religion? Oder ist es vielleicht doch mit Girard die Gewalt? Was strukturiert die öffentlichen Räume, vor denen wir uns möglicherweise ins Private flüchten wollen? Und hat diese Entwicklungslinie des sich verändernden Gesichts der Öffentlichkeit irgendeine Struktur, die sinnhaft wäre? Gibt es einen Sinn in der Geschichte? Giorgio Agambens Meinung zur Zukunft ist eindeutig ein neuer Umgang mit Religion. Zitat: Die Profanierung des Nicht-Profanierbaren ist die politische Aufgabe der kommenden Generationen. Zitat Ende. Durch den Wegfall der öffentlichen Räume, der zuvor von Hannah Arendt und Richard Sennett kritisiert wurde, fiele bei Agamben zugleich auch das aus, was den Menschen als Bürger im Unterschied zum bloßen Leben ausmacht. Die Kommunikation statt der Biologie, die Sphäre der Polis, der Politik, ist die Sphäre der Sprache, definiert Agamben. Wo das Politische und so das Öffentliche wegfällt, barbarisiert die Sprache. Zitat: Die Bedeutungsdimension des Wortes Sein ist die des Stattfindens der Sprache. Zitat Ende. Wir mögen heute tatsächlich auf dem Weg in eine narzisstische Kultur nach Richard Sennett sein, die das eigene, nicht heilige, nicht öffentliche als Nonplusultra darstellt, die das privat Akzeptable zu dem alleinigen Maßstab der Werte macht, die gesellschaftlich als positiv gelten. Wir mögen in einer Kultur leben, die von Austritten aus den Amtskirchen und der Hinwendung der Bürger zu privaten Kulten in individuell bunter Mischung aus Fernost, Esoterik und Mystik geprägt ist. In einer Kultur, die das Phänomen des Verbrechens auch vom vormals metaphysischen Fall from Grace, des Diabolischen, hin zum naturwissenschaftlich-psychologisch-kriminologisch lösbaren Fall verkleinert und seiner vormaligen Dimension des Bösen entäußert. Wir mögen in einer Kultur leben, in der das Heilige wohl immer weniger in konstruktiver oder destruktiver Weise sichtbar und kommunikabel wird. Doch wir sind nichtsdestoweniger gewalttätig als Opfer und Akteure von Gewalt. Die, Zitat, garantierte Realität, Zitat Ende, von der Hans Blumenberg im Hinblick auf die Moderne spricht, ist nicht die Öffentlichkeit, nicht Descartes Zweifel, nicht die Sprache, nicht die Religion, sondern die Gewalt. Zur Aufgabe des Philosophen. Ich glaube, dass ein Philosoph eine Aufgabe hat, eine minimale Ethik, die zu erfüllen seine Integrität und seine intellektuelle Redlichkeit beweist. Diese Aufgabe lautet nicht, die Zukunft vorauszusagen, zu prognostizieren, was schon Karl Popper verwarf. Sie lautet auch nicht, alles zu erklären oder die Leute zu unterhalten, sondern sie ist als Negation zu begreifen. Nicht zu langweilen,
denn die Langeweile ist, wie Gerd Achenbach darlegt, eine Sünde wider den Geist. Nun gibt es offenbar nichts Langweiligeres als die Behauptung von einem Sinn in der Geschichte. Eine Banalität, die dem Philosophen zwei gleichermaßen langweilige Rollen zumisst. Die des Oberlehrers, der alles Neue tadelt, weil er früher alles besser fand, oder die des Rebellen, der das böse Neue bekämpfen will, wobei die erste Rolle, der Oberlehrer, gleichsam die passive Variante des zweiten, der Pseudorebell, ist und die zweite auch die Dynamisierung der ersten darstellt. Die Rolle des Utopisten, der das Gute in der Zukunft verortet, schließe ich aus, da sie noch banaler und im Grund das Allerbanalste ist. Mein Glaube reicht nicht aus, um den angeblich uneigennützigen Bemühungen vieler Gegenwartsphilosophen, den Patienten Gegenwart zu therapieren, auch Glauben zu schenken. Vielmehr sehe ich in diesen Bemühungen Strohpuppen, die gebaut und mit großem Aufwand angezündet werden, damit sich Einzelne in deren verklimmendem Schein sonnen können. Der Versuch, in der Geschichte Sinn zu erkennen, Fortschritt, Verbesserung, Weiterentwicklung, ein sinnhaftes Streben, dieser Versuch muss scheitern. Und er disqualifiziert den Versuchenden, der kein Versucher in Friedrich Nietzsches Sinn ist, welcher selbstbestimmt das Wissen wagt, sondern ein Gläubiger des Narrativs bleibt. Kein moralischer Mensch hat eine moralische Auffassung von Geschichte. Geschichte ist noch immer der Mythos, den die Sieger erzählen, um ihre Gewalt und die Privilegien der Gewalt zu rechtfertigen. Und kein Mythos ist diesbezüglich von höherer Güte oder tieferem Sinn als ein anderer. Ich kann lediglich meine eigene Verortung zugeben, dass ich Teilhaber bin an den Privilegien, die dieser Mythos mir eröffnet, dass ich mich solcher Art selbst zu den Siegern zähle. Doch dieser Teilhabe eine sinnhafte oder gar noch moralische Qualität zuzumessen, erscheint mir als Heuchelei, als Selbstbetrug oder in Offensive zu Konkurrenzmythen als Betrug anderer. Die Geschichte der Gewalt hat keine Moral und meine minimale Ethik im Philosophieren kann nur darin bestehen, derartige Behauptungen abzulehnen.